Ja, guten Tag, ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne. Meine Frage zum Hartz IV. Wenn man sich den Erwachsenensatz derzeit von 359 Euro anguckt, dann ist der gestaffelt in verschiedene Positionen. Unter anderem sind bei den Lebenshaltungskosten auch Tabakwaren aufgeführt. Jetzt ist es so, dass Kinder einen pauschalen Teilbetrag des Erwachsenensatzes erhalten. Das heißt, von Staats wegen sind für Kinder offensichtlich auch Tabakwaren vorgesehen. Dürfen die Kinder den Tabak dann selber verkonsumieren? Müssen das die Eltern tun? Oder ist die ganze Aufstellung in Sachen Hartz IV wirklich bloß aus der Luft gegriffen?